Ja, herzlich willkommen schon wieder zurück hier im Kellerstudio live aus dem Erlacher Hof am Berner Digitaltag. Und wir haben ein ganz spannendes Thema, das ist etwas, was mich immer interessiert, künstliche Intelligenz. Hier das Thema künstliche Intelligenz ohne Diskriminierung und das diskutiere ich mit der Dr. Anna Jobin, Senior Researcher an Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ich hoffe, ihr das richtig gesagt. Herzlich Absolut, willkommen ja, merci. Im Studio. Ja, Frau Jobin, erzählt doch zuerst noch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, mit was du dich genau befassen, punkto künstlicher Intelligenz. Ja, merci für die Einladung. Meine Forschung ist recht breit über die sozialen Aspekte der Digitalisierung. Seit vor 10 Jahren hat man über Algorithmen geredet überall, jetzt redet man ein bisschen mehr von künstlicher Intelligenz. Aber es sind eigentlich so ein bisschen die Themen, wie jetzt eben die digitale Technik die Gesellschaft beeinflusst und umgekehrt, wie die Gesellschaft auch die Technik kann beeinflussen kann. Man hat ja immer Angst, ich frage jetzt ein bisschen aus meiner eher naiven Warte, oder nein, aus der Sicht eines Science-Fiction-Fans, der all die Filme kennt, wo man von Robotern überflutet werden, da ist ja immer so ein bisschen die Angst davor, dass irgendwo in dieser Digitalisierung und jetzt noch, wenn es um künstliche Intelligenz geht, plötzlich der Mensch so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Absolut, das ist für Teil ist das eine Angst. Teil nehmen sich so Science Fiction als Vorbild und wollen in die Richtung forschen und in die Richtung einsetzen. Das ist tatsächlich eine grosse Idealvorstellung. Es hat allerdings, das muss man auch sagen, sehr wenig damit zu tun, mit wie KI heute schon im Einsatz ist, wie es heute schon benutzt wird und was heute möglich ist. Was kann man denn heute mit KI machen? Wo kann man das zum Einsatz bringen? Oder wenn wir es jetzt anhand der Berner Digitaltage so ein bisschen für die Allgemeinheit anschauen? Ja, natürlich. Also, ihr habt es, glaube ich, im Beitrag vorher schon gesehen. Da ist ja auch ein unterstützendes Tool im Thema Deepfake im Einsatz. Deepfake selber, das ist auch künstliche Intelligenz. Man braucht es in ganz vielen Bereichen. Also vom Flugverkehr, Optimierungen, über ganz viele Optimierungen, Industrie halt auch, bis hin zu eben sozialen Medien, jetzt Internet-Traffic, das ist schon vielerorts. Jetzt zum Beispiel einen Job habe ich hier drin, also wenn es um Jobsuche geht. Jetzt ist halt die Frage, das ist auch der Titel vom Ganzen, ist das ohne Diskriminierung möglich? Jetzt, einerseits kann ich selber irgendwelche Dossiers wälzen und machen wir selber ein Bild, oder es kommt ein Algorithmus daher, wo mir schon mal eine Auslesung gibt. Ist das fair? Gut, das darf ich jetzt ein bisschen auseinandernehmen. Ist es so fair, wenn ihr es mit oder ohne KI macht? Oder wie geht es bei einer Anstellung, das Gespräch, auf was schaut man und so weiter? Weshalb ist das Technologie, die kann Teilsachen besser oder anders, macht es anders, als das Menschen machen. Und das kann man zum Vorteil brauchen und manchmal wird es eben problematisch, wenn man plötzlich das Gefühl hat, ah, das ist jetzt Technologie, das ist jetzt neutral. Die Technologie ist nie neutral. Also das ist, vor 10 Jahren war ich auch auf Konferenzen, da hat man gesagt, es ist jetzt wie früher mit einem Messer. Oder? Mit einem Messer, das könnt ihr brauchen, um jemanden angreifen oder umbringen, aber das könnt ihr auch in der Küche brauchen, zum Kochen, und dann ist das etwas ganz harmlos. Es kommt darauf an, was man damit macht. Aber es stimmt eben nicht so ganz, weil eine Welt, die es Messer gibt, ist eine andere Welt als eine, was keine Messer gibt. Es gibt andere Möglichkeiten, man verhält sich anders, gleich mit dem Rad, mit dem Feuer, mit allen anderen grossen Technologien. Und Digitaltechnologie ist ähnlich, oder? Es ist eine andere Welt, wenn man jetzt eben so Datensätze hat, wenn man die so auswerten kann und für was man sie dann braucht. Ja, darf ich vielleicht, weil ich dann gefragt habe, bei dem Anstellungsprozess, was es jetzt gibt, da gibt es dann verschiedene Wege, was leider ein bisschen aus den falschen Gründen in die Schlagzeilen gekommen. Es sind also automatisierte Software, die quasi BewerberInnen bewerten darauf, von wie sie daherkommen, in einem Gespräch, über Video, Anstellungsgespräch. Und da wird es dann sehr kritisch, oder? Weil da bewertet man dann plötzlich Stimme, ein Tonfall, man weiss manchmal gar nicht, was genau jetzt die KI sich aussucht für Punkte zum Bewerten, um dann irgendein Ergebnis zu bekommen, wo man als Mensch in einer Interaktion macht man sich auch immer ein Bild. Aber da kann man darauf reagieren, man ist im Austausch. Wenn der andere Mensch hertut, hat er vielleicht einen anderen Eindruck, oder? Aber die KI hat einfach ein Resultat. Und wie denn mit dem umgehen, ist noch schwierig. Und vor allem gibt es plötzlich ein Tool, das herausgefunden hat, wenn ihr im Hintergrund ein Büchergestell hat, dann werdet ihr als kompetenter wahrgenommen von der künstlichen Intelligenz. Und das kann es ja nicht sein, oder? Also da braucht es gewisse Richtlinien oder auch gewisse ethische Richtlinien, wo man quasi versucht, der künstlichen Intelligenz beizubringen oder einzupflanzen, damit sie mehr wie
wie wir denken, wie ein Mensch denkt, oder muss man schauen, dass sie einfach, wie ich vorher gesagt habe, fairer denkt. Ja, nicht damit gemeint, dass der Mensch fair ist, aber eigentlich nicht. Das ist ja, glaube ich, die Schwierigkeit. Also, wo haben wir ein neutrales, faires Denken von der Faktenlage her, aber gleichzeitig eine gewisse Empathie mit drin. Absolut, Empathie wird die Maschine nie haben, oder? Und da sind wir genau jetzt bei den Daten. Und dort fängt es an, schon lange bevor so ein Instrument zum Einsatz kommt. Das fängt an, wenn ihr euch überlegt, was ist uns wichtig, was wollen wir, was für Leute brauchen wir bei uns, zum Beispiel jetzt beim Anstellungsprozess, oder? Und das noch bevor ihr das dann irgendwie probiert, technisch umzusetzen, weil da ist immer noch die Frage, lohnt sich jetzt in diesem konkreten Fall ja, nein? Und die Antwort kann manchmal schon sein, nein. Manchmal ja. Was brauchen wir? Und wie finden wir das raus, oder? Was wir genau brauchen? Und diese Überlegungen, die sind noch lange bevor jetzt eine Maschine zum Einsatz kommt. Was hat jetzt viel Bevölkerung da aussen, die jetzt vielleicht indirekt mit KI schon zu tun hat, sich gar nicht überlegt, oh ja, das geht ja hier eigentlich um das Thema KI, aber auch, wenn sie irgendetwas schon einen digitalen Behördengang zum Teil erledigen. Wie weit ist die bereit, den Gang mitzugehen und das und für manche vielleicht auch schlecht gespannt für diese KI, die Angst zu nehmen? Ja, also ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Also, weil, wie gesagt, die Digitalisierung, die nicht uns allen nicht gut kommt, die öffentlich gut, bringt vielleicht nicht gleich viel. Und diese Ängste sind auch berechtigt, absolut. Aber auf was sie denn reagieren? Also, da kann man jetzt schauen, in die Vertrauensforschung zum Beispiel oder in andere Gebiete. Von was genau hat man denn Angst? Und wenn man da ein bisschen schaut, was passiert ist, noch vor 15 Jahren hat man wenig darüber geredet, die Leute mitzunehmen im Digitalisierungsprozess. Da ist mehr darum gegangen, wir wollen jetzt alles so designen, dass sich die Leute möglichst keine Fragen stellen und die Geräte einfach können brauchen. Und es gibt dann Wörter, oder seamless experience und frictionless und so weiter. Und das ist ja nicht schlecht. Aber man muss sich dann nicht wundern, hinten nachher sagt man, die Leute kommen gar nicht raus, die brauchen jetzt einfach die Geräte, stellen sich keine Frage. Finde ich auch ein bisschen problematisch im Grossen und Ganzen. Also es ist ganz wichtig, eben, dass man darüber redet, vor allem weil, wie ihr sagt, die sind ja schon überall da und die haben Einfluss. Und was ist es denn? Hat man Angst vor Technologie oder vom Konzern dahinter? Oder dass man dann keinen Spielraum mehr hat? Und das sind ganz wichtige Fragen. Mit Angst vor einem gewissen Kontrollverlust. Und der ist ja natürlich schon auch da, weil Technologie ermöglicht auf der einen Seite ganz viele Sachen und engt in anderen Bereichen unsere Möglichkeiten ein, was man überhaupt damit machen kann. Aber ich glaube, da lohnt es sich eben auch sehr genau herzuschauen, wie sich jetzt das äussert. Und es lohnt sich auch herzuschauen, in welche Richtung es geht. Schlussendlich, wer auch immer KI verfolgt, geschäftlicher Natur, das kostet jetzt nicht 15.50 Franken, sondern das sind diese Beträge, die da auch in Forschung und Innovationen investiert werden, mit einem gewissen Hintergedanken. Ich sage nicht mit einem bösen Gedanken, aber mit einem gewissen Hintergedanken. Es kann wirtschaftlicher Natur sein. Also in welche Richtung geht schlussendlich so eine Hochtechnologie, geht die in eine Art Zudiener her, die für mich arbeitet, wo man Sachen abnimmt? Oder geht es in eine andere Richtung, wo es mehr plötzlich eben um das Denken und vielleicht sogar das Abnehmen von philosophischen Ansätzen plötzlich geht? Ja gut, ich glaube, es ist spannend, so als Spielerei oder als Input vielleicht, oder? Aber eben, wie gesagt, denkende Maschinen gibt es insofern nur in der Science-Fiction. Aber die haben absolut recht, und das ist nicht nur KI, das ist dann die ganze Digitalisierung, oder? Wer gestaltet die und von wem wird die auch gestaltet? Und vor allem, mit welchem Ziel halt auch. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis zu sagen, also da hat die Politik hat andere Ziele, sich irgendwie einzubringen, als jetzt zum Beispiel die Privatwirtschaft andere Ziele hat, als jetzt wieder gewisse Organisationen. Öffentliche Forschung ist da auch ganz ein wichtiges Thema, oder? Und das ist, das kann man schon so anschauen. Es geht nicht darum, ob das eine besser ist, aber dass alle den richtigen Platz haben in dem Ganzen. Was seht ihr an sich für einen Weg? Ihr, die in dieser Materie drin sind, die euch mit dem befasst, was ist für euch der Weg, wo man gehen sollte? Wo man sollte gehen? Ich schaue jetzt schon mal nur, welcher ist der Weg, wo man geht, oder? Und genau von dass man das weniger thematisiert, jetzt allgemein, aber auch zum Beispiel auf regulatorischer Ebene. Und das ist jetzt neu, also da ist jetzt zum Beispiel die EU, schlägt jetzt Gesetz vor, wie man eben so grosse Plattformen und Anbieter, da geht es jetzt Richtung Privatwirtschaft, könnte oder sollte regulieren. Und das wirft jetzt all die wichtigen Fragen auf und die Diskussionen, oder? Und es gibt dann... Hätten wir da nicht schon früher müssen, weil die Entwicklung
ist ja schon... Die kennen das geflügelte Wort, oder? Wann wäre der beste Zeitpunkt, wann ist der beste Zeitpunkt, um einen Baum zu pflanzen, oder? Das war vor 20 Jahren. Und dann ist der zweite beste Zeitpunkt, das ist jetzt, oder? Das ist, dass wir jetzt nicht mehr warten und da einfach schauen. Und es ist ja auch nicht irgendwie insofern spät. Es ist ja, man kann ja nach wie vor schauen, wo wir wie Werte setzen. Und da hilft es manchmal schon, das zu vergleichen. Oder? Ich sage immer, Digitalisierung, natürlich gelten da und müssen da gewisse Regeln gelten. Sogar auch für die Forschung. Und das gehören zum Teil Forscherinnen auch nicht gerne. Aber das haben wir schon in der Medizin, wir haben das in der Nukleartechnik, wir haben das in, allen, in ganz vielen anderen Bereichen für Forschung, für Anwendung, wo wir als Gesellschaft entscheiden, was ist für uns akzeptabel, welche Grenzen überschreiten wir nicht. Oder? Und Digitalisierung kommt so ein bisschen vom Wild-West-Gedanken, alles ist erlaubt und jetzt einfach weiter sind wir jetzt, glaube ich, schon in einer anderen Phase. Die Goldgräberstimmung auf eine andere Art, weil halt die Technologien auch zur Verfügung stehen, oder, wo wir vor 20 Jahren so noch nicht hatten. Und es geht ja in einem Wachstum weiter, wo manche vielleicht auch nicht mitkommt. Ja, und das, aber das ist ja immer so, dass man ein bisschen nachher auch hinkt, genau in diesem Bereich. Und wenn man vielleicht die Analogie nochmal vom Goldgräberstimmung und Wildwest auch nimmt, darf ich auch nicht vergessen. Also da hat es ja auch dort schon, hat zwar einerseits Innovation gebracht, aber andere, also gerade die Urheber von Amerika, haben dort auch darunter gelitten. Und da kann man sich schon auch jetzt so fragen, wer ist jetzt schon unter die Räder gekommen, oder? Und da könnte man jetzt etwas daraus lernen, wie man es besser machen könnte. Ich glaube, da muss man gar nicht bei null anfangen, weil es hat immer auch schon Punkte gegeben, wo man vielleicht noch weniger hat Acht gegeben in diesem Streben eben nach Innovation und es leichter machen. Und was die Technologie macht, also das sollte ich wirklich unterstreichen. Es geht nicht darum, ob es gut ist oder schlecht, sondern eben wie. Vielleicht noch mal darauf zurückkommen, wo seht ihr sinnvolle Anwendungsbereiche und wo seht ihr es zumindest fraglich an? Ich habe vorhin selber erwähnt, es gibt natürlich wie immer auch die Forscher, die einen krasseren Weg einschlagen wollen, die eben Richtung Zukunftsvisionen gehen wollen, die vielleicht heute noch gar nicht möglich sind, aber irgendwann muss man ja anfangen. Also was ist sinnvoller, mit KI-Sachen umzugehen? Absolut. Ich glaube, gesunde Balance, und wo eben dann nicht dran liegt, wie jetzt eine einzelne Person oder vielleicht sogar eine einzelne Organisation entscheidet, sondern dass das wirklich eine gesellschaftliche Entscheidung ist, was für uns akzeptabel ist und wo nicht. In welche Richtung auch gehen? Ich glaube, ganz viel halt auch, wenn es um eben Optimierungsprozesse geht oder so, macht das durchaus Sinn. Also, weil eben KI, die sind da effizienter, schneller, besser, wenn man genau weiss, was ist das Ziel oder was braucht man oder wo man her? Es wird halt dann schwierig, wenn man dann irgendwie probiert, zum Beispiel von statistischen Wahrscheinlichkeiten auf irgendwie einzelne Menschen das abzubrechen. Also eben, wie, wenn ihr jetzt so eine Mimik macht, dann seid ihr auch vielleicht gewissenhafter im Job oder nicht. Also das sind wir dann auch sehr stark bei Physiognomie. Und das haben wir schon vor 150 Jahren gesehen. Das ist keine gute Idee, die Richtung. Wichtig ist ja, glaube ich, schlussendlich, dass man einfach die Kontrolle von ihr darüber abhaltet und dass man Verantwortung auch zeigt, als Konzern, wo in so etwas investiert. Ja, und auch die Verantwortung übernimmt, oder? Weil, also, da gehört man dann auch wieder manchmal, also jetzt gerade letzte wieder bei Facebook, wo der Mark Zuckerberg gesagt hat, das sind Algorithmen, das sind nicht mehr, oder? Ja, gut, aber ihr habt die beschlossen, die einzusetzen, ihr habt eure Ingenieure festgestellt. Also, eben, das sind schon wichtige Fragen, wer wo muss für was Verantwortung übernehmen, ja. Wunderbar, wir sind schon am Ende von diesen 15 Minuten. Sehr spannendes Thema gewesen. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Ja, merci euch. Merci vielmals. Merci für Einschalten. Ich bin jetzt anschliessend für einmal im Festsaal oben vom Mellacherhof zum Thema Medienvielfalt. Spannendes Panel mit den Medienvertretern aus der Region Bern bis in Zeeland hingern. Und sehen uns später. Und am Nachmittag sowieso wieder hier live aus dem Kellerstudio vom Mellacherhof. Bleibt dran. Merci vielmals.